Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ben und im heutigen Video soll es wieder ein Depot-Update geben, diesmal vom Monat März. Ja, der Monat, der wohl richtig ordentlich aufs Gemüt geschlagen hat beim einen oder anderen Aktionär. Auch für mich war es gar nicht mal so einfach. In der Theorie hat man das alles schon gelesen. Was jetzt in meinem Depot passiert ist, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Also dranbleiben. So, und dann würde ich behaupten, beginnen wir einfach mal hier auf der großen Übersicht. Das kennen wir schon. Unser Betrachtungszeitraum ist der 1. März bis zum 31.3. Ja, und da steht es auch schon, na, Gott sei Dank nicht fett geschrieben, minus 7,2%. Das hat zwischenzeitlich auch noch deutlich schlechter ausgesehen. Was ist passiert? Wir haben innerhalb von 14 Tagen richtig einen Schlag nach unten bekommen. Die Börse ist richtig unter Druck gekommen, es ist mehrfach der Handel ausgesetzt worden. Gab es da mal eine Zwangspause für 15 Minuten, weil da so ein unglaublicher Verkaufsdruck auf die Märkte kam. Da ging es dann wirklich so um Schadensbegrenzung, dass man die Panik so ein bisschen rausnimmt. Wir haben einen Ölpreiskrieg zwischendrin, der auch nochmal angezettelt wurde. Ich natürlich da mit beiden Beinen hineingesprungen, auch das zeige ich euch gleich. Denn ich habe eine neue Position aufgemacht, leider etwas zu früh, wie sich herausgestellt hat. Aber das kann man nun mal sehr schlecht abschätzen. Also, was haben wir diesen Monat getan? Ich habe bespart, noch einmal, 100 Euro in den Dirk Müller Premium Aktienfonds. Wie gehabt, 100 Euro in einen klassischen ETF, in den MSCI World, den ETF 110 von der Comstage. Und neue Positionen sind gekommen über den Invesco FTSE Emerging High Dividend Low Volatility ETF. Den habe ich einmal gekauft. Da habe ich schon zweimal bespart. Wow, stimmt ja. War schon die zweite Ausführung. Unglaublich. Und wir haben noch den Spider S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Auch der das zweite Mal in der Besparung. Die jeweils mit 50 Euro pro Monat. Deswegen machen wir es jetzt mal mit dieser Übersicht hier. Ich habe mal gerade so ein kleines Ampelsystem installiert. Grün heißt, ja, erste Sparrate. Das ist die Basissparrate. 25 Euro. 50 wäre dann gelb. 75 wäre orange. Und 100 ist rot all in. Ja, dann geht's los. Ja. Wir haben bespart. Cisco Systems mit 50 Euro. Diageo 50 Euro. Honeywell 50 Euro. Union Pacific und Microsoft jeweils mit 25 Euro. Unilever mit 50 Euro. Die Comcast Corp mit 50 Euro. United Health Group, Novo Nordisk, American Tower, Microsoft und Apple jeweils mit 25 Euro zum 1.3.2020. Das war dann also ein Volumen von 425 Euro auf diese 12 Sparpläne aufgeteilt. Und dann ging es eben noch entsprechend weiter hoch, runter, besser gesagt, hoch wäre schön gewesen, ging es einfach nochmal entsprechend weiter runter, auch sehr ruppig nach unten. Und so habe ich dann gekauft, nochmal am 15.3., nochmal per Sparplan, weil ich in dieser gigantischen Dynamik nach unten nicht mehr wusste, soll ich da jetzt schon reingehen mit größeren Summen, oder bleibe ich da einfach beim Sparplan? Ich habe mich für den Sparplan entschieden. Ob es richtig war, werden wir in einigen Monaten sehen. Das kann niemand hervorsehen. Trotz allem habe ich da nochmal investiert. Nochmal 50 Euro bei Cisco, Diageo, Honeywell, Union Pacific, McDonald's, Unilever, Comcast, Microsoft und Apple. Auch da waren wir nochmal bei 450 Euro. Ergo über die Sparpläne, über die 12 Werte 875 Euro im März investiert. Ausgegangen beim zweiten Sparplan-Durchgang bei United Health Group, Novo Nordisk und American Tower. Da waren die Rücksetzer nicht wirklich nennenswert, waren wir bei 5-6%. Also da scheint alles ziemlich krisensicher zu sein. Im späteren Verlauf ist United Health Group dann auch nochmal relativ stark nach unten gegangen, aber auch nur für 2-3 Tage und ging dann wieder so V-förmig wieder nach oben. Das gleiche bisher auch bei American Tower. Richtig Kursrutsch war da auch nicht angesagt. So 3 Tage lagen die dann mal so beim tollen Niveau, wo ich ja gesagt habe, jetzt können wir einsteigen. Aber so schnell war ich einfach nicht. Entsprechend kam dann auch da wieder das V. Und ja, das waren also so meine Geschichten. Und dann habe ich einfach noch eine größere Einmalposition aufgemacht. Die schauen wir uns jetzt hier an. Das ist die Royal Dutch Shell. 128 Aktien zu 1944 habe ich da gekauft und bin da mit der Aktie, im Extrem war mal so bei knapp 11 Euro, glaube ich, richtig schön runtergegangen, also wirklich fast an die 50% Verlust.
Jetzt stehen wir wieder bei 16,05 €. Das ist dann schon bedeutend entspannter wieder. Dividendenrendite war so bei 8,6, 8,7%. Die halte ich nach wie vor für sicher. Ich habe jetzt auch mitbekommen, da ist eine neue Kreditlinie auch angestoßen worden bei Shell, damit man einfach entsprechend liquide bleibt. Ansonsten habe ich da nicht viel getan, aber das hat mir dann schon ziemlich weh getan. Ursprünglich waren es 2.400 paar gequetschte. Jo. Und dann würde ich sagen, das haben wir eigentlich alles gesehen. Berechnung ist auch nicht so unbedingt schön, das ist ein Blutbad. Performance-Diagramm, das finde ich an sich noch ganz gut. Also auch ich hier in der Spitze, das habe ich verloren, wo haben wir es? Ja, 12,49%. DAX minus 29% haben wir da gesehen zwischenzeitlich. Dow Jones minus 21%, S&P 500 auch um die 20% minus. Also ich habe es nicht ganz so stark erwischt, Gott sei Dank. Dann auch die Aufwärtsbewegung wieder ein bisschen nach oben mitgegangen und dann sind wir halt immer bei den 7,24% da rausgekommen. 7,2%, ja. Toi, toi, toi. Also der DAX hat nochmal richtig einen Satz nach oben auch gemacht, die anderen Werte hier auch. Bei mir ist das ein bisschen abgeflachter. Ergo, ich habe halt weniger Risiko, habe nicht ganz so viel in Aktien bisher investiert und gehe jetzt eben einfach Stück für Stück rein. Habe von meinem Festgeld entsprechend was umgebucht. Das war dann auch die Position von der Royal Dutch Shell. Da habe ich nochmal 2,5% Verzinsung. Bei der Shell sollte die Dividende weiter bezahlt werden. 8,6, 8,7%. Also könnte ich da vielleicht ein Geschäft gemacht haben. Auch wenn es jetzt mal längerfristig noch kursmäßig nicht ganz so rosig aussehen würde, kann ich mir vorstellen, dass sich der Wert nochmal erholen wird. Dann wird es natürlich im Jahr zwei vielleicht nicht mehr so viel Kursfantasie geben, aber einmal die Erholung kann man durchaus mitgehen. So, ja, die Vola ist eigentlich auch noch ganz gut. Ja, Volatilität, also die Schwankung, 9,64%. Der DAX ist in der Zeit im Zickzack bei 22% durch die Gegend gezackelt. S&P 500 26%, der Dow Jones, der ist sogar um 30% in der Schwankung unterwegs gewesen. Also das auch ziemlich ordentlich. Und ja, das ist das ganze Ausmaß. Nahezu alles rot. Natürlich, ganz klar, wer hat ganz stark verloren? Die Deutsche Euroshop. War nicht anders zu erwarten als Betreiber, ja, oder als Eigentümer besser gesagt und Mitbetreiber von Einkaufszentren, sind glaube ich 12 Stück mittlerweile. Ganz direkt betroffen von den Schließungen aller Geschäfte, die eben nicht systemrelevant oder lebensnotwendige Güter anbieten. So ist jetzt auch bei uns hier im Saarland in Neunkirchen das SAPAC-Center komplett geschlossen. Ich war nicht da, habe ich vom Hörensagen so mitbekommen. Da ist jetzt alles geschlossen, ergo sieht natürlich ein bisschen bitter aus. Bei der Deutschen Euroshop wurde auch die Dividende ausgesetzt. Ebenso wurde sie gestrichen bei Sixt. Das haben wir also auch mitbekommen schon. Bei Conti warte ich eigentlich nur drauf. Sonst hat, glaube ich, von den Werten, die ich jetzt hier im Depot habe, noch keiner gesagt, dass was ausfällt. Klar, Sixt hat sehr hart getroffen. Die hat man dann tatsächlich für 37,60 € bekommen, aber auch nur in einem Tag. Das war halt diese ganz starke Abwärtsbewegung. Das sieht man auch fast in jedem Titel. Und dann ging es wieder so ein Stück weit hoch und jetzt sind wir noch tiefer tatsächlich. Auch hier mein Lieblingswert oder einer meiner Lieblingswerte, die DEC Asset. Sind ja eigentlich für Büroimmobilien vor allen Dingen. Ja, wir haben in der Regel fast nur Büroimmobilien, wo größere Büroflächen vermietet werden, aber auch Verbrauchermärkte, also Lidl und so. Und die hat es genauso stark getroffen. Jetzt muss man sich das mal anschauen. Die sind von 16 € runtergekommen auf 7,92, 7,25. Das war so der niedrigste Kurs. Mal schauen, was wir da machen, ob wir da vielleicht was nachschieben. Längerfristig könnte ich mir vorstellen, zwar, dass ein kleiner Trend mehr hin vielleicht zu Homeoffice sich einrichten wird. Das ist okay, aber im Großen und Ganzen einfach mal neben an den Nachbarschreibtisch gehen, mal nach was nachfragen. Ich denke mal, dass das Homeoffice auf breiter Front sich trotzdem nicht durchsetzen wird und die DEC Asset da irgendwann auch wieder ohne große Mühe durchkommen wird. Ist jetzt nur mal so eine Einschätzung, keine Anlageberatung, ihr seht es ja, ne? Man kann im Moment Geld verlieren mit Aktien. Bitte nicht zu Hause nachmachen und wenn, macht euch selbst eure Gedanken. Das ist euer Geld, ganz einfach, ja? Ja, Sixt natürlich auch. Wo keine Reisetätigkeit ist, da werden auch an den Flughäfen keine Autos entsprechend vermietet. Auch da steht das Geschäft relativ stark still. Auch der Bitcoin
als Krisenwährung, haben wir gesehen, hat anscheinend nicht funktioniert. Auch da minus 25% haben wir da jetzt gesehen. War auch nicht ganz so toll. Villeroy und Boch hat es nochmal getroffen. Auch Versicherungswert, also wirklich, der breite Markt ist da wirklich ja, doch ziemlich stark unter Druck gekommen. Die einzigen Werte, die noch ziemlich stabil sind, auch Gold wurde ganz kurzzeitig, das sieht man hier nochmal, ein bisschen abverkauft, hat sich mittlerweile wieder erholt. Wer stabil geblieben ist, muss ich sagen, Apple ging eigentlich auch noch, wobei auch die ein bisschen gelitten haben, aber jetzt haben sie sich hier so anscheinend stabilisiert. American Tower war ein absoluter Überraschungskandidat, wobei, was machen die vermieten Sendemasten für Datenübertragung und Co.? Jetzt haben wir eigentlich Hochkonjunktur für solche Geschichten. Jeder sitzt zu Hause, schaut sich Netflix an, YouTube, hoffentlich auch dieses Video. Und somit war der Abwärtszug bei American Tower nicht ganz so groß. Auch wenn es da mal kurz diesen Knick gab, der wurde ja, wie gesagt, V-förmig direkt nochmal ausgeglichen. Oder nahezu, ja. United Health Group, auch die sind noch gar nicht mal so stark unter Druck gekommen. Dachte auch, dass die ein bisschen stärker betroffen sind. Microsoft, sehr stabil, absolutes Qualitätsunternehmen. Auch das Geschäftsmodell wird weiterhin funktionieren, da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht sogar mehr, da wird vielleicht sogar noch was zugebucht für die Leute, die jetzt Homeoffice haben. Vielleicht werden da noch zusätzliche Lizenzen dann benötigt. Könnte natürlich sein. Sehe ich also gar nicht betroffen von der Krise. Auch Cisco? Wow, Cisco ist ein Plus. Ja gut, okay. Ich habe ja relativ günstig hier unten nachgekauft. Könnte es sein, dass das ein bisschen was ausgemacht hat. Ja, und dann auch hier der in Anführungszeichen große Gewinner. Der Dirk Müller Bremen Aktienfonds als einziger oder als einer der letzten Werte, die hier oben tatsächlich noch grün sind. Plus 1,13. Auch wenn die jetzt hier ganz schön zickzack machen, aber es scheint zu funktionieren. Also die stehen dann einen Tag später, stehen sie wieder relativ hoch, dann kommen sie wieder runter, hoch, runter. Aber es fällt nicht signifikant. Schlechtester Wert jetzt hier unten war 99,52. Sehe ich das richtig? Ja. Also das kann man auch noch verschmerzen. Dafür wurde der Fonds tatsächlich gebaut in einer größeren Krise. Und das hat Dirk Müller immer gesagt. Wenn es denn mal losgeht, kein Geld verlieren. Das scheint bis dato aufzugehen. Bin ich also jetzt gern dabei und werde auch mit Sicherheit nicht die Anteile jetzt veräußern. Mal schauen, wie es denn da weitergeht. Weil ich weiß nämlich auch nicht, wie es in ein paar Monaten steht. Keine Ahnung. Ja, Novo Nordisk, die machen dann währenddessen... Schade, dass ich auch nicht gekauft habe. Warum eigentlich? Nö, habe ich nicht gekauft. Tatsächlich nicht. Schade, dass ich die nicht ungekauft habe, sonst hätte ich mich gefreut. Naja gut, also auch die haben wieder, auch wenn sie mal kurz nach unten gegangen sind, das Ganze wieder ziemlich gut ausgeglichen. Und Amgen steht auch nochmal ganz gut da, das geht auch noch. Also ist nicht ganz so ein Horror-Chart wie hier in der Münchner Rück oder so, Allianz. Auch wenn die sich jetzt wieder ein bisschen erholt haben. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, neben den ganzen roten Zahlen, immerhin noch ein kleiner positiver Trend. Der März, die Erträge. Immerhin wieder ein kleines Stückchen besser. 2018 immer noch der Rekordmonat. 2019 ging es dann doch ein gut Stück nach unten. Aber gut, da gab es halt Verschiebungen mit den Dividendenzahlungen. Und 2020 im März jetzt wieder ein kleines Plus. Ja, sagen wir mal rund 12 Euro mehr wie letztes Jahr. Der Trend sollte sich weiter fortsetzen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob wir das jetzt alles hier so nochmal so konzentriert sehen oder ob wir das alles hier hinten ein bisschen weiter sehen. Weil da, wo jetzt im Moment die Hauptversammlungen abgesagt werden, können eben auch keine Beschlüsse zu den Dividendenauszahlungen gemacht werden. Ergo verschiebt sich das Ganze nach hinten. Auch unschön, aber stört mich in dem Moment nicht. Die Dividenden würde ich im schlimmsten Fall reinvestieren. Ob die jetzt ein bisschen später kommen, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Das ist die Geschichte. Und dann würde ich noch einmal ganz kurz was zeigen wollen. Und das ist mal wieder der Weg hier zu den 10.274 Euro, die ich dieses Jahr investieren will. Ja, was haben wir im März investiert? 759,37 Euro frisches Kapital. Ja, ein bisschen zu wenig, prozentual minus 11,3%. Ja, knapp 97 Euro konnte ich da leider nicht mehr reinbuttern, um hier meine Sollzahlen zu erreichen. Allerdings Januar, Februar war alles in Butter, von daher kann ich das noch verschmerzen. Wie es im April weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ich bleibe auf Kurs, egal was jetzt kommt, Corona-technisch. Ich hoffe, ihr kommt auch weiterhin gut durch die Krise.
Strategievideo habe ich vor 2 Wochen gemacht, wie ich aktuell jetzt mit, nee, letzte Woche tatsächlich, wie ich mir den Sparplänen, kann ich notfalls unten verlinken, wie ich mir den Sparplänen verfahre, wie ich da jetzt sukzessive in den Markt hineingehe. Wer es nachmachen will oder das vielleicht als Anregung nutzen will, kann ich das Video gerne mal anschauen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Gerne Daumen nach oben, abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.